Erstmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass der Laden voll ist. Sehr schön. Freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe am Anfang natürlich ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Also, es gibt ja zwei Strategien. Wenn Sie irgendwie über Innovation oder sowas reden wollen, dann können Sie ganz, ganz, ganz viel anreißen, aber wirklich nur so auf, auf der absolut obersten Ebene. Das sieht immer unheimlich clever aus, weil die Hälfte des Publikums kann nicht folgen. Aber das bringt irgendwie nicht so viel. Und deswegen habe ich gedacht, ich fokussiere mich mal lieber auf so zwei, drei Kernthemen und die erkläre ich Ihnen ein bisschen genauer, was man so im Recruiting machen kann. Und dann haben Sie einfach im Hinterkopf, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Vielleicht sagen Sie auch, Zabrowski, komm, alles schon gehört. Ja, dann machen wir eher Schluss und dann gehen wir was trinken. Ganz kurz zu mir. Ich bin Recruiting Coach und äh, Speaker, seit vier Jahren selbstständig, 16 Jahre Recruiting Erfahrung, habe nie was anderes gemacht, also außer meine Ausbildung und dann studiert, weil ich irgendwie nicht wusste, was sollst du sonst so machen. Hast du nochmal vier Jahre Zeit zum Überlegen und dann bin ich in die Personalberatung reingerutscht und dann aus dieser Recruiting Szene nie mehr rausgekommen. Zwischendurch habe ich erstmal versucht, jetzt bin ich ganz zufrieden damit. Man muss auch sein Schicksal einfach annehmen. Ne? Ähm, genau, habe Erfahrung als Personalberater, war interner Recruiter, ähm, interim -Recruiter, also immer, immer sehr operativ. Und wenn Sie Lust haben, wenn Sie gerne Podcast hören oder so oder mal Blogartikel lesen auf hartzaborowski.de, finden Sie da was dazu. So, so kurz äh, von mir zur Vorstellung. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wer von Ihnen sagt denn, oh, Recruiting läuft? Vielleicht mal Handzeichen. Okay. Okay, vielleicht läuft super oder sowas. Dann melden sich alle. Nein. Okay, wer sagt, Recruiting ist schwieriger geworden als früher? Ja, ein paar Verhalten oder doch ein paar mehr? Und wer sagt, absolute Katastrophe, ich finde irgendwie nichts und niemanden mehr? Ein paar Vereinzelte, wahrscheinlich so die, die IT-SAP-Spezialisten, die da gesucht werden und sowas. Ne? Okay. Ähm, werfen wir mal einen ganz kurzen Blick, wir sind in Deutschland, Deutsche lieben Statistiken und lieben Zahlen, deswegen bringe ich immer welche mit. Ich kann da nicht so richtig viel mit anfangen, bin ich so der Zahlenmensch, aber ähm, vielleicht geht das Ihnen anders, es gibt eine Umfrage, Umfrage von Staufenbiel und Kienbaum, ähm, die gesagt haben, liebe Unternehmen, wie stark spürt ihr den Fachkräftemangel? Und Sie sehen, alles was blau ist, hellblau und dunkelblau, eher stark bis sehr stark. Und hier unten ist dann die Frage, was ist denn eure Prognose für die nächsten fünf Jahre? Dunkelrot, ja, also wird steigen der Fachkräftemangel und halt hellrot, er wird gleich bleiben, sprich, wir werden ihn also auch immer noch haben. Ja. Das hat eine ganz einfache Begründung, eine wesentliche. Ja, wir haben halt nicht genug Nachwuchs gezeugt, das muss man mal ganz platt sagen. Ja, das ist hier das Erwerbspersonenpotenzial in Millionen. Und da sehen Sie ab 2020, es geht rapide abwärts, wenn wir das nicht mit Zuwanderung zum Beispiel irgendwie auffüllen. Ja? Da ist jetzt gar nicht die Frage drin, Digitalisierung hin oder her, schafft die jetzt Jobs oder vernichtet die Jobs. Ja? Allein die Tatsache, das wissen wir ja alle noch nicht so richtig, ja, wie sich das entwickelt. Was wir aber wissen, ist, die Erwerbspersonenzahl nimmt einfach faktisch ab. So, Punkt. Ja, können wir äh, darüber diskutieren, wie wir wollen, das ist messbar. So, und ähm, jetzt gibt es hier Wolfgang Brickwede, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ähm, macht unheimlich viele Umfragen und Studien und sowas. Und der fragt dann halt auch immer mal so die Unternehmen, was sind denn jetzt so die Trends fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr? Und Sie sehen das hier, also, ähm, liebe Unternehmen, was wollt ihr machen? Und die sagen, also Arbeitgeber-Image stärken, ja, die Candidate Experience erhöhen wie, oder verbessern, was auch immer ähm, darunter gemeint ist. Endlich, endlich ins Active Sourcing einsteigen, also etwas, was ich seit 13 Jahren mache und wo ich seit fünf Jahren denke, der Hype ist doch durch. Da fangen die Unternehmen jetzt tatsächlich seit anderthalb, zwei Jahren faktisch erst mit an. Das ist auch ganz interessant. Social Media Recruiting, das ist das Schönste: bunte Bilder und bling, bling. Das kann man immer machen. Und es wird noch in Mitarbeiterempfehlungsprogramme investiert. So. Ähm das Problem ist, das ist so ein bisschen mit diesen, mit diesen ähm, Umfragen ähm, und, und was wollt ihr denn so machen, ist so ein bisschen wie dieser Comic hier. Ich weiß nicht, ob Sie Gary Larson kennen, genialer äh, Cartoonist. Ja? Äh, ich habe leider nur dieses Cover, das Buch hatte ich mal vor 20 Jahren oder so. Da geht ein Mann zum Arzt, übersät mit Kühen am ganzen Körper und möchte eine Diagnose haben. Und der Arzt sagt: Ja, es tut mir leid, Sie haben Kühe. Und das denke ich immer im Recruiting auch. Ja, also, ich ähm, werde immer mal gefragt, was können wir denn so machen und so. Und ähm, die Probleme sind eigentlich seit langem bekannt. Also, die Folien habe ich jetzt weggelassen, aber ich kenne keinen Recruiter oder Recruiterin, die nicht überlastet sind. Ja? Und das ist dann immer der Effekt: ich habe gar keine Zeit, mich um neue Sachen zu kümmern oder irgendwas auszuprobieren. Oder kannst du mir denn garantieren, dass das funktioniert? Ja? Und wir machen also demzufolge immer dasselbe wie wir seit 30, 40, 50 Jahren machen und wundern uns, dass sich das, dass das Ergebnis sich nicht ändert. Und das kann eigentlich nicht funktionieren. Die Diagnose ist klar, es tut mir leid, Sie haben Kühe, es tut mir leid, Sie müssen im Recruiting einfach etwas anders machen. So und was ist Recruiting? Es gibt ja das ähm, Gerücht, Recruiting sei ein Prozess. Das hat sich auch schon etabliert in den, in den Köpfen aller Personaler. Ganz viele Menschen verdienen damit Geld, vor allem Softwareanbieter und so. Ja, das können Sie alles mal komplett knicken. Recruiting ist kein Prozess. Das, was, was da mit einem Prozess zu tun hat, das ist die Frage, wie behandeln Sie die Bewerber, wie kümmern Sie sich darum, dass der Fachbereich die sich anguckt und so. Das ist der Prozess. Recruiting ist nichts anderes als Kommunikation. Ich rufe etwas in den Wald, hoffentlich gezielt, irgendwas Interessantes. Ja, rufe ich hinein und hoffe, dass das einer hört. Und was passiert, wenn dann rea jemand reagiert? Das ist die Interaktion. Die meisten lassen dann den Stift fallen. Huh, ein Bewerber. So, ich werde mich jetzt aufgrund der Zeit auf das Thema Kommunikation äh, fokussieren. Ich könnte Ihnen zur Interaktion, ganz ehrlich, da passiert der größte Mist. Ja? wenn dann ein Bewerber da ist, da verlieren Sie eigentlich alles, was Sie vorher aufgebaut haben. Aber jetzt reden wir über Social Media Recruiting. Und damit reden wir über Kommunikation. So. Und wenn Sie sich Kommunikation angucken oder einfach mal so, wenn Sie wissen wollen, wie sich in Zukunft Recruiting verändert oder entwickelt, müssen Sie einfach nur gucken, wie entwickelt sich Kommunikation. Und dann haben Sie es. Das heißt, ich brauche Ihnen hier gar keine Weisheiten zu erzählen. Sie können sich das alles selber schließen. Sie müssen es einfach nur gucken, wie kommuniziert die Welt. Wie hat die Welt früher kommuniziert mit diesen Telefonen? Telefonen ja, die haben sich so marginal weiterentwickelt. Und äh, im Recruiting bedeutete das, das kennen Sie sicherlich auch noch, der gute alte Print-Stellenmarkt. Ja, als ich 2001 in der Personalberatung anfing, da war die FAZ so dick. Und dann habe ich mich montags mit meinem Chef hingesetzt und dann sind wir die FAZ zwei Stunden durchgeblättert auf der Suche nach Akquisekunden. Ja, und er hat mir erklärt, welche Personalberatung jetzt welche ist und so. Ähm, wenn Sie sich heute den Stellenmarkt der FAZ angucken, ich weiß nicht, zwei Seiten oder so, gibt es den eigentlich noch? Ja. Kommunikation verändert sich im Recruiting. So. Und jetzt, wie kommt das durch die Digitalisierung? Die große Frage ist ja eigentlich immer: Ist das jetzt Fluch oder Segen? Je nachdem, für, welchen, für welches Thema Sie Digitalisierung betrachten, kann das beides sein. Ja, es gibt Personale, die sagen: Hurra, künstliche Intelligenz. Ja, ich lasse einen Bewerber 15 Minuten mit einer Maschine telefonieren und dann sagt die Maschine, die Maschine mir, ob der perfekt auf den Job passt oder nicht habe ich gar nichts mehr mit zu tun. Das ist doch perfekt, oder? So, sie finden das ganz toll und die anderen sagen Digitalisierung, da geht der Mensch verloren und so, alles werden Roboter und ähm, kann man darüber streiten? Muss man sich angucken. Der Punkt ist der. Ich finde Digitalisierung super. Allein schon, weil ich angucken kann, ah, mein Zug hat Verspätung und ich habe die App und weiß, welchen Anschluss suche ich stattdessen nehme, konnte ich früher nicht. Aber der Punkt ist, das Internet, das ja auch nicht mehr weggeht, ist Deutlich, deutlich größer als die reale Welt. Warum? Die reale Welt ist analog. Wenn ich eine Stellenanzeige in der Printanzeitung hier in Dresden Samstag schalte, dann liest die die Woche drauf eine Summe X an Personen. Und nach einer Woche guckt keiner mehr in diese Zeitung. Außer sie sind vielleicht verzweifelt auf Jobsuche, waren zwei Wochen im Urlaub und sagen, äh, Mutti, gib mir nochmal die, die, die Zeitung der letzten drei Wochen, ich gucke mir nochmal Stellen, den Stellenmarkt an. Das ist weg. Das ist analog. Das ist weg. Und sie erreichen nur die Leute, die in Dresden sind, oder? Oder wo auch immer diese Zeitung verkauft wird. Die digitale Welt ist zeitlos, grenzenlos. Sie erreichen damit, ein Jobangebot im Internet erreichen Sie auch jemanden in Australien mit, wenn der einen Job in Dresden sucht. Oder wenn Sie andere schöne Tools haben, wie Sie das erreichen, dass, dass Sie dem das zuspielen. Ja? und das Shop-Angebot, das kann da auch äh, sechs monate drin stehen und es wird immer noch gefunden es ist immer noch zu sehen das heißt durch die digitalisierung erschließen sich ihnen ganz andere welten sie haben ganz andere möglichkeiten sie sind raum und zeitlos ja komplett grenzenlos hat auch ein paar nachteile ich sehe aber im wesentlichen die vorteile so und äh, dann sage ich halt ja gucken sie sich doch mal an wie ist denn kommunikation heute? irgendwann noch die, die telefonhörer? So kommuniziere ich heute. Das ist mein, mein Yeti-Mikrofon für meinen Podcast. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen, weil mein Sohn mich irgendwann überzeugt hat: Papa, du brauchst zwei Bildschirme. Ist viel einfacher. Ich habe gesagt: Brauche ich oh, nicht, Quatsch. Doch, ist super. Ja? Ich habe mein Smartphone, ich habe mein, meine Business-Netzwerke, ich habe Twitter, ich habe verschiedene Kanäle. Ich habe Communication-Overload. Ja, überhaupt keine Frage. Aber ich, im Prinzip kann ich alles mitkriegen, was irgendwie auf dieser Welt passiert. Ich finde die. Die, die größten Spezialisten, die klugsten Köpfe, die finde ich alle, denen kann ich allen folgen. Die ich sonst nur auf einer Konferenz, wo ich 1000 Euro bezahlt hätte, finde ich heute alle auf YouTube. Ja? Die ganzen Vorträge. Also, Digitalisierung ist eine ganz, ganz große Chance, wenn ich in der Kommunikation mitgehe und sie für mich nutze. So, und jetzt ähm, hat irgendjemand von Ihnen in letzter Zeit einen Job gesucht? Können Sie ja mal, müssen Sie jetzt nicht melden, weiß nicht. <laughs> Vielleicht ist ein Kollege mit oder Kollegin oder so. Also, wenn Sie sich mal den Stellenmarkt angucken, das ist jetzt hier aus stellenanzeigen.de. Das sieht ja alles schon ganz freundlich aus. Ne, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich suche einen Job in Dresden und dann werden mir da welche äh, aufgelistet. Ich habe das Logo der Unternehmen, die ich, HD kenne ich. Alle anderen kenne ich nicht, sagt mir nichts, tragen die was? Keine Ahnung. Jetzt bin ich ja tatsächlich hier heute Morgen losgefahren und reise heute Abend wieder ab. Normalerweise hätte ich jetzt hier übernachtet. Ich suche einen Job für ein paar Jahre mit so einer Maske. Haben Sie letztens mal ein Hotelzimmer gesucht? Ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Und was bekomme ich an Informationen? Ich kann erstmal sagen: zeig mir ein Hotel direkt am Bahnhof oder. Von dem Standort, wo ich referiere oder sowas und nicht weiter als einen Kilometer. Er zeigt mir das auch alles direkt auf der Karte an. Ich kann den Preis bestimmen. Ich bekomme erster Eindruck. Ja? Jetzt muss ich mal hier. Ich bekomme bunte Bilder angezeigt. Hier die Entfernung zum Flughafen, den Preis. Ich habe Bewertungen. Das sieht doch irgendwie alles viel schicker aus, oder? Das kennen wir doch aus unserem Alltag. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht mehr von zurück. Ich finde das super. Und wenn ich dann mir ein Hotel aussuche, dann kann ich hier unten auch noch mir die Bilder anschauen. Ich gucke immer nach dem Frühstücksbuffet, das ist immer für mich das Wesentliche. Ja? Zimmer ist egal, da schlafe ich ja nur drin, Frühstücksbuffet muss schon, muss schon nett sein. So, und das ist, das ist einfach schick, oder? Das ist nett, das ist ansprechend, nicht wahr? Aber das ist doch komisch, oder? Das ist für eine Nacht. Denken Sie mal drüber nach, das ist für eine Nacht. Was wird da für ein Aufwand betrieben? Und wie viel Aufwand betreiben Sie, um einen Mitarbeiter zu finden, der bei Ihnen fünf Jahre bleiben soll? Das Zimmer kostet mich 70 Euro. Wenn wir ganz äh, generös sind, dann nehme ich was für 100. Was kostet Sie ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin? Zwischen 30.000 und 80.000, einfach mal so den Mittelweg. Wie viel Aufwand betreiben Sie da fürs Recruiting? Mit so einer hingerotzten Stellenanzeige vielleicht, weiß ich nicht. Ja, ich kenne ihre Stellenanzeigen nicht. Müssen Sie sie für sich selber beantworten? Was ist das, was Trivago, HAS, Booking.com und sowas machen? Das ist Individualisierung. Ich kriege jetzt von Booking.com täglich oder alle zwei Tage E-Mails mit Zaborowski in Dresden, Top-Angebote. In Augsburg, Top-Angebote, als wenn ich jeden Tag in Augsburg bin. Ja, das nervt. Aber die spielen mir die Sachen zu, wo ich mal gesagt habe, danach suche ich. Geht auch im Recruiting, zeige ich Ihnen gleich. Der Punkt ist, wir haben einen Megatrend: Individualisierung. Das ist tatsächlich ein Megatrend, neben so vier, fünf anderen. Und was bedeutet denn das jetzt fürs Recruiting? Wenn Sie Ihre Stellenanzeigen wieder nehmen und Sie nehmen mal Ihre Unternehmensbeschreibung, die über uns, ja, was steht da drin? Wir sind die tollsten, besten, schönsten in unserer Branche. Wir sind nahezu Marktführer. Jedes Unternehmen ist nahezu Marktführer oder Marktführer. Wir sind international, wir sind gesund, wachsen keine Ahnung was, bla bla bla. Das ist eine, eine, eine Studie von äh, employertelling.de ist das glaube ich, haben die jetzt inzwischen eine eigene Homepage. Das sind zwei Kommunikationsprofis, die haben mal die DAX 30 Unternehmen analysiert, was die für Employer Branding oder in, in Stellenanzeigen für, für Wörter benutzen. Und dann haben die so, sich so ein bisschen aufgeregt, haben gesagt, boah, da kann man sich ja gar nicht unterscheiden, ne? also ob das jetzt Bayer ist oder BASF oder Audi oder so, alle sagen dasselbe. Da sage ich, naja, es sind halt DAX-Unternehmen. Ja, die, die definieren sich dadurch, dass sie technologieführend sind und international und weltweit und innovativ. Sonst wären sie kein DAX-Unternehmen in der Regel. Aber es ist doch interessant, dass alle immer dasselbe sagen. Ja? Und wenn Sie jetzt das nehmen und auf sich übertragen, dann muss ich Sie halt wirklich fragen: Ist denn die Tatsache, dass Sie 500 Mitarbeiter haben, in zehn Ländern unterwegs sind und Marktführer im Maschinenbau keine Ahnung was sind, für wen ist das denn interessant? Für den Vertriebsingenieur, der gerne reisen möchte und mit anspruchsvollen Produkten arbeiten möchte? Für den Controller? Eher schon weniger. Für den Personaler, wenn er nur in Deutschland rekrutieren soll, noch weniger. Ist doch überhaupt nicht interessant. Ist doch überhaupt nicht relevant. Was ist denn für den irrelevant? Was ist für ihre Zielgruppe relevant? Das müssen Sie sich mal fragen. Individualisierung. Den Softwareentwickler, den interessiert was ganz anderes als den Vertriebsingenieur oder den Controller oder die Führungskraft, whatever. Was ganz anderes. Warum bieten wir denen das nicht? Die freuen sich wie Bolle, wenn sie denen mal was anderes bieten als immer den Standardspruch. Und ähm, ich möchte Ihnen das zeigen. Das ist ein Projekt, das wir gemacht haben bei Bearing Point. Bearing Point ist eine mittelständische IT- und Managementberatung, relativ bekannt, auch gerade bei Absolventen und so. Die haben aber gesagt: Hey, wir suchen Berater für die Bankenregulierung. Die gibt es aber nicht, weil die arbeiten entweder bei uns, beim Wettbewerb und mit dem haben wir ein Abwerbeverbot vereinbart ja, oder bei unseren Kunden. Wir kennen die alle. Es gibt keine. Also, was muss ich machen? Ich muss welche ranzüchten. Das heißt, ich muss sagen, wer kann grundsätzlich dieses Potenzial haben? Und den muss ich erst beibringen. Das Problem ist, niemand sucht nach einem Job als Berater der Bankenregulierung. Also, außer so ein paar Freaks. Ja? Ähm, die meisten nicht. So, das heißt, sie müssen denen erstmal klar machen, liebe Leute, es gibt da Möglichkeiten. Ja? Und was bedeutet das denn eigentlich für euch? So, und wir haben also jetzt hier eine Microsite gebaut. Also Microsite, BearingPoint hat eine Karriereseite, wo sie wie alle anderen alles abfackelt. Ja? Die haben irgendwie zehn Business Units, die machen äh, Supply Chain Management Beratung in der Logistik, genauso wie halt äh, Digitalisierungsberatung bei der, in der Bankenwelt, die ganze Bandbreite und da auf ihrer Karriereseite erschlagen sie halt alles. Und wir haben gesagt, wir bauen jetzt eine Microsite, also eine kleine Mini-Karriereseite, wenn Sie so wollen, nur für diese eine Zielgruppe. Und dann haben wir gesagt, wir differenzieren in nur vier Fachbereiche sozusagen. Wir haben alle gesagt, BWLer, VWLer, Informatiker, Naturwissenschaftler und Ingenieure. Und die sprechen wir alle individuell an. So, das hatte den Effekt, dass hier die Devi, Devi Reimers ja, ist BWLerin ja, und berichtet hier von ihrem Arbeiten als Beraterin und was ihr BWL-Studium ihr so gebracht hat. Und wir sprechen hier an, Betriebsvolkswirte als Consultants zur Stabilisierung des Euro-Finanzraums gesucht. Klingt so ein bisschen wichtig, oder? Wo vielleicht schon mal der eine oder andere sagt, Bankenregulierung kenne ich nicht, aber Stabilisierung des Euro-Finanzraums, das gucke ich mir mal an. So, und dann haben wir hier halt erklärt, was ist denn eigentlich Bankenregulierung? Und hier fangen wir an, mit unseren Mitarbeiter vorzustellen, das zeige ich Ihnen gleich auch. Und weil ich ja jetzt hier heute nicht so weit äh, drauf eingehe, ganz schön, ja, Anregung, Rückruf vereinbaren. Die haben gesagt, lieber Besucher unserer Seite, du hast Interesse, aber du bist ja noch nicht sicher, ob du dich bewerben willst, vereinbar doch einen Rückruf. Ganz, ganz geile Nummer, weil die schreiben nämlich hier Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse rein und dann haben sie die schon mal. Dann können sie also später auch sagen: Mensch, Müller, du hast dich hier mal eingetragen, was ist denn eigentlich los? Ich habe nie eine Bewerbung von dir bekommen. Willst du das nicht mal machen? Tatsache ist, wir haben die Leute dann zurückgerufen. Ja. Also erstmal eine E-Mail geschickt und dann gesagt, Mensch, du wolltest einen Rückruf haben und dann habe ich mit denen telefoniert. Die fanden das super, individuell. Die fanden das super. Die, wir haben uns abgehoben von allen anderen, weil die gesagt haben, ihr seid eine der wenigen, die das überhaupt machen. Ja, und da waren Leute bei, die waren beim Wettbewerb, die arbeiten lange bis 20 Uhr oder so, haben gesagt, ich habe gar keinen Bock, mich zu bewerben, weil ich nicht weiß, was das bringt, ob das was bringt. Aber dass ihr so einen Rückruf anbietet, das finde ich geil. Jetzt habe ich noch drei Fragen und dann entscheide ich, ob ich mich bewerbe. Das aber nur so nebenbei. Ups, Moment, falsche Seite. So, hier haben wir das Ganze für Informatiker gemacht. Und für Informatiker ist der Ansprachetext ein anderer. Ja? Auch in der Frage, wie wir das Ding beworben haben, das zeige ich Ihnen gleich auch. Ja? Und natürlich, natürlich ist hier der, der gute Mann ist auch ein anderer und ist ein Wirtschaftsinformatiker. Es macht ja keinen Sinn, BWLer anzusprechen und dann Informatiker dahin zu hauen. Ja? Der, der erzählt, was er tolles macht. Das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Haben Sie wahrscheinlich im Zweifel auf Ihrer Homepage. Sie haben vier nette Leute, die irgendwie. Vorzeigbar sind was Nettes schreiben können oder zu sagen haben und dann müssen sich alle irgendwie damit zu, zufrieden geben. So. Nein, wenn Sie sagen, ich suche Informatiker, dann, dann packen Sie doch mal einen Informatiker dahin oder einen Wirtschaftsinformatiker. Und der dann erzählt als Video, was er denn da eigentlich macht. Anderes Beispiel, auch wieder BearingPoint, Point. Also für, mit dieser Kampagne, nur damit Sie sehen, dass das funktioniert. Bering Point hat 40 Leute eingestellt, 30 davon über die Kampagne. Über einen Zeitraum von, von sechs Monaten. Ja, in der engen Zielgruppe. Also es hat, hat sehr gut funktioniert. Dann kam ein anderer Fachbereich und das war jetzt sozusagen eine Weiterentwicklung. Die gesagt haben: Wir wollen das auch. Und das ist jetzt eine Business Unit. Die machen, das ist nur Banken. Ja, die machen Digitalisierung in der Bankenwelt. Und für die haben wir halt auch was gebaut. Aber halt auch. Da finden sie nichts über Supply Chain oder, oder Maschinenbau oder sonst was. Da finden sie nur Informationen für die Bankenwelt. Und auch hier wieder bitte individuell direkt bewerben. Stellenbeschreibung anzeigen. Und hier die Stellenbeschreibung, so sieht die dann aus. Ja? Worum geht es? Wir erklären nochmal, worum es in dieser Business Unit Banking geht, für die du dich jetzt interessierst. Was brauchst du dafür? Und auch hier wichtig, wir haben gesagt, wir brauchen Experten oder wir möchten Leute ansprechen mit einer Bankausbildung und einem Bankenfokus im Studium. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich habe mit Banken noch nie was zu tun gehabt, ich bin nur Kunde. Da hat Baring Point gesagt, aber die könnten ja potenziell auch für uns in Frage kommen als Berater. Die müssen wir halt nur anders fit machen. So, was ist jetzt? Wenn Sie einem Bankenprofi sagen, hast du Bock auf Banken? Sagte, er wollte mich auf den Arm nehmen. Wenn Sie einem Banken-Nicht-Profi sagen, wir machen hier die Bankenregulierung des, des, des dritten Jahrtausends. Dann steigt er sofort aus. Also, Sie müssen noch für Ihre Zielgruppe Content haben und eine Ansprache wählen, die für die Zielgruppe relevant ist. Das heißt, für den Bankenprofi brauchen Sie eine andere Ansprache als für den, der sagt, ich war bisher nur Kunde, aber ich hätte Interesse. So, und das haben wir hier gemacht. Und hier gibt es noch ein bisschen, bisschen Sorgen nehmen. Hier sind Videos, die man sich angucken kann. Also, was will ich Ihnen damit sagen? Individualisierung. Machen Sie sich mal Gedanken, wer ist Ihre Zielgruppe? Und wahrscheinlich haben Sie ja nicht nur eine. Dann müssen Sie sich aber überlegen, wie kann ich das denn transportieren? Sie müssen nicht jedes Mal eine mörderumfangreiche mikroszeit bauen. Ja, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber ich empfehle Ihnen ernsthaft zu sagen, wenn Sie sagen: ich suche immer die und die Zielgruppe, dann gucken Sie mal auf Ihrer Karriereseite, ob diese Zielgruppe sich abgeholt fühlt. Sehr vermutlich ist das nicht, weil unter anderem auch HR meistens die Texte schreibt. Und Herr macht immer wieder diesen, und dann guckt noch PR drüber und dann sind sie bei diesem globalen, ähm, wir haben uns ja alle lieb und bei uns kann jeder Karriere machen und da, da geht es nie spezifisch. Da wird es nie spezifisch. Ja? Sie müssen die Leute fragen, die den Job machen, also die Fachbereiche. So, und jetzt natürlich die ganze Frage, was nützt mir so eine tolle Karriereseite, Micropage oder whatever, wenn die keiner findet? Jetzt haben wir alle schon mal was von Google gehört und, und SEO-Optimierung und sowas. Ja, genau, kann man machen, aber es gibt auch diese komischen sozialen Netzwerke. Die könnte man sich zunutze machen. Ja? Ob das jetzt Snapchat und Instagram sind, ja, mit denen ich schon wieder gar nichts anfangen kann, aber meine Teenagerkinder, die sind wiederum nicht auf Facebook. Ich bin auf Twitter, viele andere nicht. Ich finde Twitter super, aber ja. Sie müssen sich fragen, wo ist Ihre Zielgruppe? In welchen sozialen Netzwerken? Ich kann Ihnen verraten, die Schüler sind nicht mehr auf Facebook. Das wissen Sie ja wahrscheinlich schon. Spätestens, wenn Sie Teenager-Kinder haben oder sowas. Ja? Also gehen Sie nicht von sich aus aus, sondern fragen Sie wieder Ihre Zielgruppe. Wo bewegt ihr euch denn eigentlich? Wo seid ihr denn eigentlich unterwegs? So, und da muss man halt gucken. Und wir haben halt jetzt ähm, diese, diese Banking-Kampagne. Das ist eine Ad, eine Anzeige auf Facebook, die wir auf Facebook geschaltet haben. Sie können ja auf Facebook über Targeting, also Sie können ja Zielgruppen definieren, regional. Nach Interessen, nach Alter, das geht relativ gut. Ja? Ich sage dazu: Es gibt Spezialisten, die sich nur damit beschäftigen. Ja? In Agenturen. Also ich bin dann auch irgendwo raus. Ja? Ich habe da auch nur so dann Basiswissen. Aber es gibt ja diese Leute. Übrigens auch ein Trend: ne? Wir müssen immer mehr von allem wissen. Das können wir aber gar nicht. Das heißt, wir sind gezwungen. Collaboration. Mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Endlich muss HR mal mit Marketing zusammenarbeiten und umgekehrt. Das, die mögen sich ja in der Regel nicht. Ja, zumindest wenn es um die Karriereseite geht. Katastrophe, ne? wenn Marketing da reinkommt, Katastrophe. So, die müssen irgendwann miteinander reden, verspreche ich Ihnen. Das, es ist so. Ja? Weil HR hat diese Ahnung nicht. Es gibt ein ganz tolles, ich komme gerade nicht auf den Namen, weil die umfirmiert haben, eine Versicherung in Berlin. Ähm, der, der Leiter Recruiting Personalmarketing, Florian Schroth, ganz eine ganz helle Birne, ja, und der hat jetzt gesagt: Pass mal auf, wir machen kein Personalmarketing mehr, wir tun uns mit Marketing zusammen. Und wir profitieren jetzt von diesem ganzen Know-how, das die alles haben, nämlich mit diesen ganzen Ads und Remark Retargeting und so, das wir als HRler nicht haben. Funktioniert super. Wir werden da hinkommen, immer mehr. Also, wir haben diese Ad geschaltet und zwar: Anlageberatung muss moderner werden, siehst du auch so. Willkommen im Club und bei Bering Point. Und das natürlich idealerweise, wenn es denn funktioniert, nur an die Leute ausgespielt, die auch eine Bankausbildung haben. Weil die sollten Ahnung haben von Anlageberatung. Ja, oder die sich für das Thema interessieren. So. Und dann, was passiert dann? Das ist jetzt leider von einer anderen Kampagne, aber ich habe sie trotzdem hier mit reingepackt. Und dann sind sie da runter. Also sie gehen auf diese Seite, durch diese Ad. Ich gehe auf diese Seite und ich werde getrackt. Dann ja? Ja, sehen Sie immer mit hier diese Cookies und sowas, ja das ist ja nicht Krümelmonsterkekse, sondern das ist Technik. So, und dann müssen Sie das ja akzeptieren oder Sie akzeptieren es einfach und dann werden Sie verfolgt. Und dann lesen Sie einen Tag später in der Süddeutschen Zeitung und bekommen auf einmal hier wieder eine Ad eingeblendet. Oder, anderes Beispiel, ich lese sehr gerne die FAZ, vor allen Dingen auch mobil. Ja, Ich war auf diesen Seiten von Bearing Point, diesen Micropages, und lese irgendwas oder bin hier in einem Forum. Wirtschaftspsychologie und bekomme diese Anzeigen eingeblendet. Das kennen Sie alle von Amazon und eBay und sowas. Ne? Sie sind auf Amazon, suchen sich den neuesten Mac oder die neueste Handtasche oder whatever, gehen raus, zwei Tage später auf Facebook oder eine Stunde später sehen Sie rechts in Ihrer, äh, auf Ihrer Facebook-Seite die ganze Werbung, wo Sie früher gesagt haben, woher wissen die das, dass ich mir gerade Handtaschen oder das neueste iPhone angeguckt habe? Heute sind wir abgeklärt, heute wissen wir es. Das funktioniert im Recruiting auch. Irgendwann nervt es. Ja, überhaupt keine Frage. Aber der Punkt ist, Studien zeigen, Sie brauchen fünf bis sieben Touchpoints, ja, bis dann jemand tatsächlich sagt, ich bewerbe mich. Das heißt, Sie müssen sich immer wieder in Erinnerung bringen. Der geht dann nochmal auf Ihre Seite, der informiert sich nochmal ein bisschen oder sowas. Ja. Es gibt inzwischen Technologie, die, die, gemessen, die misst, die Leute, die sich beworben haben, haben sich vorher die drei Seiten angeguckt. Und jetzt habe ich einen neuen Besucher, der guckt sich Seite 1 an. Und jetzt führe ich den durch die Technologie so, dass er sich auch die anderen beiden Seiten anguckt, die die anderen sich angeguckt haben, die sich beworben haben. Weil die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, dass er oder sie das dann auch tut. Also so weit sind wir schon mit Technologie. Ja, und wir sind immer noch dabei, händisch, ich poste jetzt mal irgendwas. So. Also, das können Sie alles machen. Und so bleiben sie in Erinnerung und bringen die Leute immer wieder auf ihre Seite und bieten den hoffentlich individualisierten Inhalt. Ja? Also, wenn da jetzt der Informatiker auf der Informatikerseite war und der bekommt dann aber die VWLer-Seite eingeblendet oder er hat eingeblendet, dann sagt er wahrscheinlich auch: Ehe, Pfeifen, ne? was soll das denn? Ich bin doch kein BWLer. Passiert aber in der Regel nicht technisch. Oder ich habe ihn einfach nur mal so als Gimmick was mitgebracht: Das haben die LEW in Augsburg geschaltet, eine Aktion, Doppel-Nullen und Einsen sind deine Welt, dann sollten wir uns unterhalten, da kam gerade der neue Bond raus, ja, License to Code, oder auch ähm, du suchst nach einer neuen Mission, dann sollten wir uns unterhalten, das war für SAP-Berater, ja, nette Anekdote dazu, ähm, es hat sich keiner beworben, aber die haben alle, die SAP-Berater haben alle bei den SAP-Beratern von, von den Lechwerken angerufen, und haben gesagt, ja, was macht ihr denn da für eine geile Aktion? Und die wussten da gar nichts von. Ja? Die haben gesagt, wieso, was machen wir denn für eine geile Aktion? Hat HR wieder irgendwas gemacht? Ja? So, und keinen informiert. Und das hat auch deswegen nicht funktioniert, glaube ich, weil, wenn sie da draufgeklickt haben, dann landeten sie auf einer total öden, hässlichen Seite, ganz lieblos, mit einer Pizza drauf, ja? wo dann stand: Du interessierst dich für SAP bei uns, dann geh doch mal mit uns Pizza essen, irgendwie so. Ja? Da war kein Ansprechpartner genannt, da war, das war lieblos, das war einfach Käse. Ja, die Idee war total geil, finde ich. Ja, wie gesagt, die Leute haben sich auch gemeldet, aber halt nicht beworben. Das ist was anderes, das habe ich Ihnen jetzt nicht als, als Video-Lied oder sowas. Kommt aus, aus Estonia, hat mir jemand aus meinem Netzwerk gezeigt, eine Stellenanzeige gesungen. Ja, mit so Video animiert und so, das ist ganz witzig, ob man das jetzt braucht, ja, weiß ich auch nicht. So, das Schöne ist, Sie können es halt dann auch gleich wieder in sozialen Netzwerken posten. Das ist dann auf YouTube. Äh, hochgeladen und dann können Sie das twittern, auf Facebook teilen, auf Insta, Snapchat, whatever. Ja, Sie brauchen nur einfach einmal den Anker, Sie brauchen einmal den Content und dann verteilen Sie das. Und äh, sowas geht natürlich auch, wie man so schön sagt, gerne mal viral. Ja? Wobei ich Ihnen ganz ehrlich sagen muss, Stellenangezeigen gehen in der Regel nicht viral. Also da müssen Sie <laughs> schon den Mörderjob irgendwie äh, Zetscher ablösen oder sowas. Du willst Zetscher ablösen, dann guck doch mal hier, das geht wahrscheinlich viral. Gut, ähm, Lowbrainer aus meiner Sicht, aber ich hoffe, Sie sehen, sehen das ähnlich. Ja? Business-Netzwerke, Xing und LinkedIn. Also, wer da irgendwie sich nicht tummelt, der hat den Schuss noch nicht gehört, sage ich mal ganz ehrlich. Ich besetze 80% meiner Stellen über, über äh, Xing und LinkedIn. Auch Spezialistenpositionen. Ja? Deutschsprachige Java-Entwickler mit Informatikstudium nicht. Die sind da nämlich nicht mehr, die haben da keinen Bock drauf. Ja, weil die kriegen nämlich jeden Tag dann zehn Anfragen bekommen und sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Aber so auch also viele Beraterjobs, Controlling, Vertriebler, ja, sowieso. Ja. Ich habe jetzt gehört, auch die fliegenden Berufe sammeln sich da immer mehr, was vor drei, vier Jahren auch noch anders war. Also sie müssen natürlich gucken, wo ist meine Zielgruppe? Aber ich weiß nicht, wie viele Millionen Nutzer Xing inzwischen hat. Ich bin mit vielem, was sie machen, auch nicht einverstanden, ja, weil die das tatsächlich sehr ausschlachten als Recruiting-Plattform, was eigentlich mal als Business-Netzwerk gedacht war. Aber Tatsache ist, das Schöne ist halt auch, sie vernetzen sich ja da mit den Menschen. Also jeder Bewerber, mit dem sie persönlich gesprochen haben oder auch telefonisch, und sie gehen auseinander, weil sie sagen, passt jetzt nicht. Ja. Er oder sie sagt, nee, ich wechsle jetzt doch nicht. Oder sie sagen, Mensch, alles ganz nett, aber für den Job, hm, vernetzen Sie sich doch bitte mit den Leuten. Ich kriege Nachrichten von Menschen, mit denen habe ich vor drei Jahren gesprochen, die sagen mir, Zaborowski, jetzt würde ich wechseln. Hast du einen Job für mich? Ich erinnere mich noch gerne an unseren netten Kontakt damals. Und wissen Sie, das Witzige ist ja, ich erinnere mich nur noch rudimentär. Ja? Ich habe inzwischen über 3000 Kontakte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich persönlich mal getroffen habe, auch auf irgendwelchen Events oder so. Ja? Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern. Können Sie das? Mit den ganzen Menschen, mit denen Sie mal gesprochen haben? Krieg ich ich, ich kriege das nicht hin. Brauche ich auch gar nicht. Ich fragte ja dann auf Xing an. Ja? So habe ich letztens eine Recruiterstelle besetzt. Ähm, da sagte mein Kunde zum wir brauchen einen Rekruter, kennst nicht jemanden. Habe ich mal in mein Netzwerk geguckt so, und habe jemanden gefunden. Mit dem habe ich vor anderthalb Jahren auf einem Event mal gesprochen. Und ganz ehrlich, ich konnte mich echt nur noch rudimentär erinnern. Er im Gegenteil, besser. Den habe ich, hab ich nur durch Xing halt wiedergefunden, weil er ja in meinem Netzwerk war, er war mein Kontakt. Und den habe ich angefunden. Er sagt, Jung, sag mal hier, du gerade aktiv auf Jobsuche und so, wäre das nicht was für dich? Ja, und der ist es geworden. Ich hätte den nicht wiedergefunden, obwohl wir damals netten Kontakt hatten. Ich kann meine Kontakte nicht händeln, händisch, analog. Digital geht das. Also sie verschenken Potenzial. Wenn sie da nicht unterwegs sind, und dann gibt es halt hier noch so Gimmicks, ähm, ja, hier werden dann so Stellenanzeigen eingeblendet, die funktionieren auch mehr oder weniger gut. Ich habe wenig Unternehmen, die mir sagen, ich habe eine Stellenanzeige auf Xing geschaltet und das hat super funktioniert. Die meisten sind, ja, naja, ging so. Ja? Ähm, aber es ist ein, es ist ein Kanal, den Sie, den Sie definitiv nutzen sollten und nutzen können. So, ich gucke auf die Uhr. Ähm, LinkedIn, das gleiche in blau. Ja? Nicht in grün, sondern in blau. LinkedIn ist halt deutlich internationaler. Ähm, Xing ist sehr deutschsprachig, LinkedIn internationaler. Ähm, und die bringen auch immer wieder neue Gimmicks raus. Da gibt es inzwischen Software, die habe, das habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, da können Sie auch sourcen, die Software hilft Ihnen, die schreibt Ihnen dann den Code ja, und dann sagt die, macht Ihnen auch gleich noch eine Persönlichkeitsanalyse. Ja, die sagen dann, ähm, hier, dieser, dieser Typ da, der ist unheimlich sozial, den solltest du so und so ansprechen, geh mal der über die emotionale Schiene. Ja, und eine andere Software sucht Ihnen auch noch die Kontaktdaten, wenn Sie ihn anrufen wollen, sofern das online verfügbar ist. Ja, also Technik unterstützt sie da enorm. Ja. Ist jetzt nichts, wo sie sich zwingt reingraben müssen, ähm, aber da sehen wir, wohin sich das Ganze entwickelt. So, und jetzt ähm, auch mit Blick auf die Uhr, ähm, Storytelling. Ja. Ich kann das nicht verstehen, wie, wie ich, hab, ich war letztens bei einem, mit einem Geschäftsführer einer, eines großen Klinikverbundes. Und er hat mir wieder so ein Aha-Erlebnis geliefert, das er nämlich selber hatte. Er sagte: Rossi, jeden Tag gibt unsere Unternehmensgruppe einen sehr hohen sechsstelligen Betrag aus für Innovationen in der Medizin. Das weiß aber keiner. Also habe ich mich mal vor eine Kamera gestellt und habe das erzählt. Wir geben jeden Tag einen hohen sechsstelligen Betrag für Investitionen, für Innovationen aus. So und dann sagte er, dann habe ich mal durch Zufall Gesehen, was die Kollegen in Spanien gemacht haben. Die haben eine Mutter genommen, deren Neugeborenes nur aufgrund der innovativen Medizin in der Klinik in Spanien gerettet werden konnte. Und diese Mutter war natürlich hoch emotional, Tränen flossen und dankbar, dankbar, dankbar dieser Klinik, die ihr Neugeborenes gerettet hat. So jetzt, was glauben Sie denn? Was spricht denn wohl mehr an? Der Geschäftsführer, der sagt, wir investieren jeden Tag äh, eine sechsstellige Summe, oder diese Mutter, die das erzählt, wie sie es praktisch erlebt hat. Und da sind wir beim Storytelling, ja? Und die, die Werbung macht es uns ja vor, ne? Jetzt letztens der, der Kampf zwischen was war das, Edeka und Rewe mit diesen Videos und sowas, ja? Hochlustig, ähm, sehr anspruchsvoll, hochemotional. Weihnachten kommt wieder was, ne? Also Mensch, Opa, du bist doch nicht allein und so. Ja, das können Sie im Recruiting auch machen, ja? Bringen Sie einfach mal echte Mitarbeiter mit echten, also vergessen Sie die Stockfotos, ja, nehmen Sie mal echte Mitarbeiter auch mit ganzen Namen bitte, ja, damit man auch mal gucken kann, arbeiten die da wirklich. Und dann sagen Sie doch mal, Mensch, hier Lara, warum arbeitest du denn? Oder hast du mal so ein Statement? Ja? Unter der Woche, wenn man auswärts auf Projekten unterwegs ist, unternehmen wir als Team oft etwas gemeinsam, die sozialen Kontakte sind also weiter da. So, uns ist allen klar, dass man da niemanden hinpackt, der sagt, ich gehe jeden, jeden Tag kotzen zur Arbeit. Ja, das weiß auch jeder, jeder potenzielle Bewerber. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und trotzdem macht es emotional was mit Ihnen. Es spricht mehr an. Es spricht mehr an. Und vor allen Dingen auch, nehmen Sie da Mitarbeiter. Nehmen Sie nicht den Geschäftsführer und nehmen Sie nicht die Personalchefin oder sowas. Das ist ja klar, dass der Geschäftsführer sagt, wir sind einfach ein geiler Laden und alle haben sich lieb. Das glaubt doch Ihnen doch keiner im Zweifel. Wenn das vier Mitarbeiter sagen, ja, dann vielleicht schon eher. So, und dann gibt es natürlich den Button mehr erfahren und dann gucken, können Sie sich das alles angucken. So, hier haben wir Blogartikel geschrieben ja, über Beraterklischees, über, über Führungskräfteentwicklung und das sind echte Mitarbeiter, wenn Sie da draufklicken, echte Mitarbeiter, die sagen, pass auf, bei uns läuft das so und so. Ja. Beraterklischee Meilen sammeln, nee, stimmt nicht, bei uns läuft das eher, also ne? So. Und dann erzählen die mit echten Namen und so. Das ist authentisch. Dann sagt jeder, der sich dafür interessiert und noch Bedenken hat, dann sagt: Ah, okay. Ja, also der schreibt, das ist gar nicht so schlimm. Ich bin gar nicht so viel unterwegs. Ja, okay, dann ähm, überlege ich mir das Ganze. Und auch ganz, ganz banal, wirklich ganz banal. Ähm, früher, heute ist es ein bisschen anders geworden. Früher hat man Fotos von Unternehmen immer nur was gesehen: das Foyer. Foyer war immer repräsentativ und das Gebäude von außen, wenn es jetzt nicht der letzte Schrottladen war, oder? Wie die Arbeitsplätze innen aussehen, hat keiner erfahren. Bis irgendwann mal die Softwareentwickler angefangen haben und gesagt haben: Im Vorstellungsgespräch, dann sitzt man ja in den schicken Besprechungsräumen. Ja, die sind ja auch alle schick. Die sind ja meistens so, so gelegt, dass man gar nicht auch weit wandern muss und sowas. Ja? Und dann haben die Softwareentwickler angefangen zu sagen: Kann ich mal meinen Arbeitsplatz sehen? Wie sitze ich denn da? Mit 30 Entwicklern auf 10 Quadratmetern und einer Juckerpalme? Ja? Oder ist es irgendwie doch ein bisschen netter? Und wie ist meine technische Ausstattung? Ja? Habe, ich, habe ich wirklich solides, modernes Equipment, zwei Bildschirme oder ist das hier die Sparversion und sowas? Ja? Und das ist ja ganz einfach zu zeigen. Machen Sie doch einfach mal Fotos von den Büroräumen. Und zwar den Büroräumen für den Job, den Sie jetzt da auch suchen. Also, wenn Sie einen Controller suchen, dann fotografieren Sie bitte den Arbeitsplatz vom Controller und nicht aus, dem, aus der Produktion und umgekehrt. Das macht überhaupt keinen Sinn, auch wenn es vielleicht in der Produktion besonders schick aussieht oder umgekehrt. Ja? Und dann können Sie gleich noch ein paar Mitarbeiter draufpacken. Die müssen Sie natürlich einmal fragen. Ja, darf ich das? Müssen Sie sich eine Genehmigung einholen? So, das wirkt viel netter. Und dann fangen die Leute ja an und sagen: Nee, ich muss hier erstmal aufräumen und sowas. Ja? ja, vor allen Dingen, wenn dann PR noch äh, da mitmischt. Mit, mit ne? Ich laufe da aber mit, was der fotografiert. So, nee, Moment, das äh, so. Also, Corporate Identity, können Sie alles vergessen. Das ist doch Quatsch. Das ist ja nicht mehr authentisch. Also, zeigen Sie es mal so, wie es ist. Das ist doch das, was die Leute anspricht, ja? Und das kostet auch echt nicht viel Geld. Sie haben bestimmt einen Mitarbeiter, der Hobbyfotograf ist und der macht Ihnen da mal ein paar Bilder. Und ein Fotograf kostet jetzt auch nicht 10.000 Euro am Tag oder so. Das habe ich hier mitgebracht von der Diakonie Deutschland. Ja, die haben das nämlich sehr schön gemacht, auch nochmal zum Thema Storytelling und zwar im Bewegbild. Wenn Sie jetzt hier anklicken, empfehle ich Ihnen sehr: karriere.diakonie.de Sie kriegen die, ähm, die Folien aber auch später noch, die Präsentation. Da sind halt Mitarbeiter, ich glaube, sie ist ähm, auf der Säuglingsstation oder sowas, und die wird gefilmt, wie sie, wie sie da arbeitet, und sie erzählt natürlich was, ja nebenbei was, und warum sie den Job gerne mag und so. Und wieder, natürlich, das ist jetzt keine, die sagt, ich gehe hier am Stock, weil Arbeitszeiten sind grottig und so. Sie ist wirklich, die, die sprüht Lebensfreude und Arbeitsfreude aus. Ja? Ganz, ganz toll finde ich hier die Nummer. Hier sind in dem Video vier oder fünf Quereinsteiger, die vorher was ganz, ganz anderes gemacht haben und die dann berichten, wie die Familie reagiert hat. Bist du bekloppt? Du gehst jetzt in die Pflege, ja, schlecht bezahlt, miese Arbeitszeiten und die dann aber erzählen, was ihnen das gibt und warum sie das gemacht haben und aber auch, wie schwer das war und, und wie hart auch die Umstellung war und sowas. Ja? das wirkt, das wirkt und das ist echt kein Akt. Ähm, hier nochmal für, für Fach- und Führungskräfte unterschieden und sowas. Sie können das Ganze natürlich auch hochpro hochprofessionell machen für die technischen Berufe. Ich weiß nicht, ob Sie die, das Konzept der 360-Grad-Videos kennen. Ja? Da haben Sie hier oben, ich mache es immer falsch, ja, Moment. Wo ist er? Da. Hier oben, ja, diesen Knopf und dann können Sie, also Sie lassen das Video laufen und dann klicken Sie hier nach rechts und dann dreht sich das Video, dreht sich das Bild. 360-Grad, weil Sie können alles sehen. Ja, ist natürlich so technische Berufe, Forschungseinrichtungen oder sowas, wo Sie sagen, da kann ich ja nicht tausend von Leuten, potenziellen Bewerber durchschleusen. Aber das können Sie ja virtuell machen. Sie können auch eine virtuelle äh, Führung durch Ihre Büroräume anbieten. Das ist auch überhaupt kein Hexenwerk. Ja? Sie können auch selber ein 360-Grad-Video mit Ihrem iPhone, gibt es einen kleinen Kameraaufsatz, kostet irgendwie 300 Euro oder sowas, ist jetzt die Bildqualität, nicht der Burner. So, dann stellen Sie sich mal dahin. Und filmen das mal. Das ist überhaupt kein Akt. Können Sie auch alles selber machen. Können Sie auch gleich auf Facebook posten oder auf YouTube oder auf Ihrer Karriereseite oder wo auch immer. Das ist natürlich schon ein bisschen teurer, aber auch immer noch bezahlbar. Ja? Immer noch machbar. Und wie gesagt, es gibt halt Büroräume, weiß ich nicht, aber so technische Sachen, das, das ICE-Stellwerk oder sowas, ja, da sagt, da geht dem Ingenieur das Herz auf. Und er sagt, geil, ich wollte immer in die Automobilbranche, aber das ist ja viel besser. So. Geht auch ganz einfach, das ist jetzt zum Beispiel wieder von mir, das ist meine Kameraausstattung, ja, Stativ 80 Euro, Kamera 500, Mikrofon glaube ich 80 oder sowas, also sagen wir mal 700 Euro. Das ist ein Kunde, das sind die, die den Recruiter suchten, ja, und da habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, die hatten ja eigentlich keine Stellenanzeige und so, da habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt, ich mache jetzt ein Interview mit euch, Leiter Kundenservice, Geschäftsführer, ich habe die Kamera hingestellt, habe mich da hingesetzt und wir haben uns unterhalten, eine Dreiviertelstunde. Gleich erzähle ich Ihnen den Witz ja, an der ganzen Geschichte. Und dann habe ich, ähm, äh, das, habe ich einen kleinen Ausschnitt genommen, noch am gleichen Abend, einfach auf dem Mac bearbeitet, können Sie auch auf dem Handy machen, im Zweifel. Ja, 10, 15 Sekunden auf Twitter gestellt. So. Und dann wollten wir das Video eigentlich online stellen und dann hat der Geschäftsführer Muffen gekriegt und gesagt, ich habe da ja schon sehr salopp und sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, dass das online gestellt wird. Ja genau, herzlich willkommen im Club, da sind Sie wieder. Der Witz ist aber, ich hatte das Video ja trotzdem und diesen Kontakt, den ich da hatte, ne, den ich über Xing wiedergefunden habe, den ich vor anderthalb Jahren in Berlin auf einem Event mal getroffen habe, dem habe ich das Video gezeigt in der Dropbox und der fand das total geil. Warum? Weil er gesagt hat, endlich mal ein Geschäftsführer, der sagt, ich kann und weiß auch nicht alles, deswegen brauche ich ja Unterstützung. Der war total geflasht, der hat sich sofort beworben, innerhalb von zwei Wochen waren die handelseinig. Ja. Einfach weil da authentisch, authentisch der Geschäftsführer gesessen hat und gesagt hat, ja, wie es ist und wie es nicht ist. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem, einer Führungskraft, ganz salopp. Ich sollte einen Artikel daraus schreiben und der hat mit mir geredet, ganz, ganz locker, flockig. Und was nicht so gut läuft und hast du nicht gesehen, Und das habe ich runtergeschrieben und habe es ihm geschickt. Er sagt, Herr Zabroski, du bist bekloppt. Das gebe ich doch so nicht raus. Ich sag, doch, genau. Das gibst du so raus, weil geil. Also was Besseres gibt's ja gar nicht. Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Ja. Und dann hat er irgendwann so lange dran rumgedoktert, bis es dann gestreamlined war. Warum? Er sagt ja, wenn das ein Kunde liest. Wie unprofessionell sieht das denn aus? So, der Punkt ist, und ähm, ich bin sehr gut in der Zeit. Wissen Sie, Recruiting, habe ich gesagt, ist Kommunikation und Interaktion. Ja, die Interaktion habe ich jetzt weggelassen. Interaktion aufgrund der Zeit, sage ich mal ganz kurz. Ja. Bitte. Bitte, 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 wenn Sie so ein Bewerbermanagementsystem haben, was Sie hoffentlich haben, weil die Bewerbungen sonst in Ihrem E-Mail-Postfach untergehen. Ja? Also, Sie haben ein Bewerbermanagementsystem. Bitte nicht, never ever, die Leute sich registrieren lassen, damit sie sich bewerben können. Gucken Sie mal bitte. Ja? Da müssen Sie so einen Haken setzen. Bitte registriere dich mit E-Mail-Adresse, Passwort. Und dann sind die nämlich schon raus. 50% Abbruchquote. Das heißt, wer bewirbt sich da? Die Leute, die völlig verzweifelt sind und die wollen sie auch nicht unbedingt. Ja? Oder, oder wenn jemand wirklich sagt, nein, der Job ist aber wirklich der ist fünf Minuten von mir entfernt und endlich kann ich Teilzeit arbeiten und überhaupt, dann hast du nicht, ich will mich da bewerben, der bewirbt sich. Der registriert sich auch. Alle anderen, die, die happy sind, die zufrieden sind, die vielleicht on the fly, mobil mal ihren Job irgendwo in der Jobbörse gesehen haben und sagen, oh Mensch, das finde ganz interessant, die verlieren sie. Also bitte nicht. Bitte nicht. Ja? Und ähm, wenn dann einer auch seine Unterlagen schickt oder seinen Lebenslauf, dann sagen sie bitte nicht, und jetzt schick mir noch dein Anschreiben und deine Zeugnisse, sondern sagen sie, hey, der Lebenslauf sieht gut aus, ich rufe den oder sie mal an. Und dann telefonieren wir einfach mal eine Viertelstunde. Und dann sage ich, lieber Bewerber, was musst du denn noch wissen, damit du es wirklich, wirklich ernst meinst? Und Sie kriegen ja auch schon einen Eindruck. Also das ist die Interaktion Was machen sie, wenn sich jemand bewirbt? nicht erschreckt zusammenzucken und nicht die Mauern hochziehen. Ja? HR ist geprägt von, wir ziehen Mauern hoch. Lieber Werber, ruf mich nicht an, mach mir keine Arbeit. Das war früher, als Sie hunderte von Bewerbungen bekommen haben. Und ganz ehrlich, wenn Sie ein Trainee-Marketing suchen und Sie kriegen 300 Bewerbungen, dann ziehen Sie Mauern hoch. Überhaupt keine Frage. Ja? Sie wollen sich ja Arbeit auch erleichtern. Aber wenn Sie sagen, ich suche einen SAP-Berater, Softwareentwickler, whatever, wo Sie sagen, ich bin froh, wenn ich überhaupt fünf kriege, dann machen Sie die Mauern runter ja? und sagen, Schick mir dein Xing-Profil. Es ist mir völlig wurscht. Ich rufe dich sofort an und wir telefonieren und ich sage, ich beantworte dir alles, was du wissen willst. Das ist Interaktion in engen Märkten. So, warum? Kennenlernen braucht mehr Informationen. Ja? Recruiting ist eine Beziehungsanbahnung, kein Prozess. Sie möchten einander ja kennenlernen. Also geben Sie doch bitte so viele Informationen, wie Sie nur können, an den Bewerber und sagen nicht, ich habe hier, hab hier das, das gestreamt-lined äh, Employer-Branding-Profil. Alles ist super bei uns, was Ihnen ja eh keiner glaubt, weil jeder weiß, es ist nirgendwo alles super, auch bei Google und Apple nicht und so. Ja? Geben Sie die Informationen raus, die die Zielgruppe braucht. Und dann fangen Sie an zu interagieren mit denjenigen, die sich dann melden. Und sei es ganz schön, großer Konzern macht eine Kampagne über Facebook. Ja? Ein, ein, ähm, ein Spiel für Entwickler, die sollten irgendwas lösen. Und die fangen an, das zu lösen. Und 10 oder 15 Leute antworten auf Facebook, auf diesen Post. Schreiben Lösungen rein und so. Und was ist? Keiner reagiert. Von diesem Konzern. Keiner reagiert. Die haben wahrscheinlich gesagt: Wir machen hier so ein tolles Spiel. Da hat uns eine Agentur entwickelt. Ja? Und dann sollen die Leute sich ja online bewerben. Wir sind ja hier der Konzern. Vergessen Sie das. Fangen Sie an zu interagieren. Lernen Sie die Leute kennen. Nehmen Sie den Hörer in die Hand. Und rufen Sie an und sagen, Müller, Meier, Schulze, was willst du noch wissen? Was kann ich dir erzählen? Mensch, ich finde das ja super. Und ich habe da noch drei Fragen. Ja? Hier Ihren Lebenslauf. Da wird mir nicht ganz klar, warum, warum haben Sie da so schnell gewechselt? Und warum ist da dieser Bruch? Und warum haben Sie denn das eigentlich gemacht? Ja? Wo wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, oh, ich habe drei Fragezeichen, den sortiere ich mal aus. Nee, da sagen Sie, oh, ich habe drei Fragezeichen, den, den rufe ich mal an, um das zu klären. Ja, das ist interaktion. kennenlernen braucht mehr information. so und da das ist äh, tatsächlich äh, meine letzte folie. ja die digitalisierung macht es möglich jeder zielgruppe die individuell gewünschten informationen zur verfügung zu stellen. das was sie früher nicht konnten. das können sie jetzt. ja also dann nutzen sie doch bitte die möglichkeit. nur so werden sie als arbeitgeber erlebbar und auch sichtbar und auch greifbar. ja und dann sagen eben tatsächlich auch die Richtigen, hey, die Unternehmenskultur oder die Technologie, mit der Sie sich da beschäftigen, die gefällt mir, da bewerbe ich mich und dann ist auch die Quote derjenigen, die tatsächlich dann auch passen, deutlich höher als in der Vergangenheit. Und damit sage ich vielen Dank und wenn Sie mögen, stehe ich gerne für Gegenrede, Ergänzung oder Fragen zur Verfügung.